Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ein Interview, ein Gespräch mit dem lieben Henry. Hallo Henry, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo ihr Lieben. Ja, mit dem Henry bin ich ja schon ganz lange verbunden. Wir kennen uns jetzt wirklich fast schon 9 Jahre. Und 2016 habe ich dich auf Sardinien besucht und habe dich dazu ermutigen können, dass wir so eine Rohkostreihe machen. Da gibt es auch 4 Teile schon. War auch sehr interessant, wo du mal so Einblicke gegeben hast über deine Ernährungsumstellung, Rohkosternährung. Und du hast ja auch selber einen YouTube-Kanal, Henry Lopp, den werde ich oben verlinken. Mit Henry bin ich ja schon, wie gesagt, ganz lange im Austausch. Wir haben auch schon ganz viele Videos gemacht in den letzten Jahren. Unzählige. Ich glaube, es gibt auch eine eigene Playlist mit Videos mit dem Henry. Also werde ich auch mal oben verlinken. Könnt ihr mal reinschauen. Wir haben Rohkost, Fasten, Darmreinigung, verschiedenste Themen. Auch in der C-Zeit haben wir ein paar kritische Videos gemacht. Ich glaube, 1, 2 wurden dann auch rausgelöscht. Und heute habe ich den Henry gebeten, dass wir uns mal Zeit nehmen und ein wichtiges Thema beleuchten, oder dass Henry von seinen Erfahrungen berichtet. Es geht nämlich um Zahngesundheit. Da hat Henry auch eine lange Geschichte dazu. Und wir hatten schon im Vorgespräch gesagt, die meisten denken, wenn sie ihre Ernährung auf Rohkost, auf pflanzlich umstellen, dann werden sie gesund. Das ist für alles gesund, weil die Wildtiere, die leben ja auch von Rohkost, und alle Wildtiere haben zumindest, oder viele Wildtiere haben zumindest keine Beschwerden wie Haustiere oder Menschen. Dass man eben, dass viele denken, ich stelle jetzt auf Rohkost um und dann werde ich gesund, dann wird alles gesund. Aber wenn man zu schnell umstellt und falsch umstellt und gewisse Dinge falsch kombiniert oder gewisse Lebensmittel, sage ich mal, integriert, dann kann es auch sein, dass man seine Gesundheit eher schädigt. Vor allem auch die Zähne. Da muss man natürlich auch schauen. Die Menschen sind unterschiedlich aufgestellt. Manche bekommen schon einen dickeren Zahnschmelz mit. Manche haben eher so von der Substanz, ist es eher schwierig. Und wenn man dann auf Rohkost zu schnell umstellt, zu schnell entgiftet und dann vielleicht auch noch zu säurehaltige Früchte isst, also viel Orangensaft, auch viel Datteln. Also viele lieben ja dann auch bei der Ernährungsumstellung viele Datteln zu essen. Die sind süß. Sie nähren auch nochmal auf eine andere Weise. Und genau, ich habe mit Henry gebeten, dass er einfach mal über seine Geschichte berichtet und dass wir am Ende des Videos, dass er für uns auch nochmal ein bisschen herausarbeitet, was wichtig ist bei einer Ernährungsumstellung oder generell. Also es geht jetzt nicht nur um Ernährungsumstellung, sondern generell, wie man seine Zähne gesund halten kann. Lieber Henry, ich gebe jetzt mal an dich ab. Genau, berichte einfach mal von dir. Ja, kurz, warum hast du überhaupt deine Ernährung auf Rohkost damals umgestellt und wie sah es damals mit deiner Zahngesundheit aus und wie hat sich das während der Ernährungsumstellung entwickelt und ja, wo stehst du heute? Ich würde erstmal damit anfangen, wie es vor der Ernährungsumstellung war. Und genau, bei mir im Kindesalter war die Ernährung ja eher geprägt, ja, viel Süßigkeiten und Nudeln, Pizza. Da war der Obst- und Gemüseanteil war zwar minimal da, aber natürlich schwindend gering. Und wenn es zum Beispiel bei uns in der Familie gab es dann auch mal Salat zum Beispiel und da wurde dann auch ein bisschen Essig dran gemacht und auch noch Zucker. Also das ist ja auch immer so eine schöne Kombination für die Zähne. Und natürlich dann auch noch Schokolade, Nutella-Brot damals noch. Und ja, und bei mir in der Familie war es schon so gewesen, dass eigentlich schon bei meiner Oma, bei meinem Opa, da wusste ich auch schon, dass da teilweise schon Zahnverlust da war, dass da Krücken in den Mund reingesetzt wurden oder Stifte halt und es gab dann Ersatzzähne. Und bei meiner Mama und bei meinem Papa war das damals auch schon so gewesen. Bei meinem Papa, der hat dann auch schon, also auch, ich weiß gar nicht, unten hat er noch Zähne gehabt, aber oben hat er ein Gebiss dann gehabt auch zum Beispiel. Und bei meiner Mama, die hat auch schon mehrere Krücken im Mund halt drin gehabt. Und dann, ja, bin ich natürlich dann, ja, der Letzte, der dann, sage ich mal, dann in der Familie, sage ich mal, in der Familie halt dann geboren wurde. Und dann weiß man schon mal ungefähr, dass man mit einer guten Zahngenetik natürlich nicht mehr so schön ausgestattet wurde. Und das war halt bei mir dann auch so gewesen. Also bei mir ist es relativ früh im Kindesalter passiert, natürlich auch wegen der Ernährung. Ne? Heute weiß ich das natürlich, dass ich halt relativ früh zum Zahnarzt musste, weil Karies da war, dann wurde wieder ein Stück weggebohrt, dann kam eine Füllung drauf, dann nach ein paar Monaten ist man wieder zum Zahnarzt, weil wieder Karies da war, dann wurde wieder ein Stück weggebohrt und kam wieder Füllung und so weiter. Und das hat sich dann natürlich über die Jahre immer fortgesetzt, bis natürlich irgendwann mal der Zahn so weit runtergebohrt wurde, dass dann eine Wurzelbehandlung gemacht werden musste, ne?
Und ja, und so hat sich das dann bis in mein jugendlichen Alter, sage ich mal, hineingezogen. Das hat sich dann minimal stabilisiert. Und ich habe damals auch schon immer dann den Zahnarzt gefragt, ja, was kann ich denn machen? Ist es denn normal? Muss das passieren? Und da kam dann einfach nur die Aussage damals, ja, einfach ja, den Zucker weglassen. Und ja, und das war es dann halt so. Ne? Da kam dann nicht irgendwie noch eine weitere Aussage. So wie heute, da weiß man ja jetzt schon, auch gerade in der alternativen, auf der alternativen Seite weiß man da schon sehr, sehr viel, was man machen kann. Und bei den Zahnärzten ist es jetzt zu einem Teil auch schon angekommen. Gerade bei den alternativen Zahnärzten, die da ein bisschen ganzheitlich arbeiten, da weiß man jetzt schon ein bisschen mehr darüber. Ne? Aber ansonsten, ja, war die Zahnmedizin damals nicht so ausgelegt, dass für den Zahnerhalt. Natürlich wollen die Zahnärzte ja auch verdienen, deswegen ja, hat man sich darum jetzt nicht so viele Gedanken gemacht. Und ja, und eine Aussage, die hat mich damals im jugendlichen Alter geprägt, wo mir der Zahnarzt gesagt hat, du wirst mit 18 Jahren keine Zähne mehr haben. Und dann dachte ich so, ach, cool. Also wenn ich das heute nochmal im Nachhinein so überlege, da denke ich mir, krass, wie kann man sowas sagen, ja? Und dann, wenn du dann noch die Frage stellst, ja, was kann ich denn machen? Wie kann ich denn das ja, verbessern oder so? Ja, musst du halt die Zähne besser putzen. Ne? Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe schon viele, viele Sachen ausprobiert, habe die Zähne sehr ordentlich geputzt, dreimal, manchmal viermal am Tag, was heutzutage jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, viel zu viel ist, weil das nicht sein muss. Und ja, und da über Ernährung ist da einfach nicht viel, kam nicht viel Information rüber. So, ne? Und ja, genau. Und da ging das Ganze dann halt eben so weiter über die Jahre. Und die Zähne, die hatten sich dann halt weiter verschlechtert, speziell im oberen Kiefer. Und da hatte ich dann halt weitere Wurzelhandlungen bekommen. Und ja, genau. Und dann bis zu dem gewissen Punkt, wo ich halt dann auch Brücken bekommen habe, oben, speziell oben im Untergebiss. Da ist alles ganz normal. Also da hatte ich bloß mal damals wegen Karies, dass eine Füllung gemacht wurde, aber speziell bei mir im Obergebiss halt. Und das war aber auch schon in der Familie so gewesen, dass im Obergebiss das meiste halt dann gefehlt hatte und halt eben dann ersetzt werden musste durch Brücken oder halt Ersatzzähne. Ne? Und genau, und dann ja, bin ich dann irgendwann halt, wo ich halt gesundheitlich auch sehr angeschlagen war, dann durch halt durch die Fehlernährung damals und so weiter. Das Video, da habe ich schon wieder darüber gemacht. Das werden wir euch dann auch hier verlinken. Da könnt ihr euch das nochmal im Detail anschauen, weil da spreche ich genau darüber. Und genau, dann kam es halt irgendwann zu der Ernährungsumstellung. Vor 12 Jahren ist das gewesen. Und damals war es noch ein bisschen anders gewesen. Es war nicht so wie heute, dass man jetzt alle Informationen eigentlich hat. Es ist alles da, man muss es bloß finden und die Puzzleteile zusammensetzen. Und damals war es aber auch nicht so gewesen wie heute, dass du halt verschiedene Facebook-Gruppen hattest oder die ganzen Bücher oder wo du halt einen Austausch hast mit anderen Leuten, die das schon viele Jahre machen. Das hat damals halt einfach alles gefehlt. Das heißt, man hat sich so alles vom Grund auf da irgendwie zusammengesucht und dann bin ich halt dann auch erst auf Markus Rotkranz gestoßen. Habe das dann erstmal für eine Zeit lang gemacht und also komplett Rohkost. Ich muss auch sagen, die Ernährungsumstellung habe ich auch mit komplett Rohkost angefangen, also von heute auf morgen 100%. Und genau, und dann hatte ich erstmal eine Zeit lang Markus Rotkranz gemacht und dann bin ich halt irgendwann mal auf eine früchtebasierte Kost gekommen und habe das dann für ein paar Jahre durchgezogen und habe dann halt eben auch gemerkt, dass das eher kontraproduktiv ist. Und halt dann den Zahnschmelz angreift auch. Und ja, teilweise auch habe ich Trockenfrüchte gegessen, habe ich halt auch gemerkt, dass Karies wieder entstanden ist. Und genau, und dann war ich dann auch noch ja, regelmäßig beim Zahnarzt und da dachte ich mir, es kann doch nicht sein. Also, wenn uns gesagt wird, dass die Rohkost zum Beispiel oder auch eine pflanzliche Ernährung eine sehr gesunde Ernährung ist, wie kann das sein, dass sich trotzdem die Zähne verschlechtern? Ne? Klar, das spielt auch Genetik mit rein, definitiv. Aber das spielen noch ganz viele andere Sachen noch mit rein. Und darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ja, und dann habe ich mich dann halt irgendwann gefragt, habe ich mir gesagt, oh, ich habe keine Lust mehr, jetzt immer wieder zum Zahnarzt gehen zu müssen, dass sich die Zähne immer wieder verschlechtern, dass man immer wieder was machen muss. Und ich meine, es hat ja auch alles Geld gekostet, ne? Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, ich möchte einfach eine Änderung haben. Und suchte halt eben nach einer Lösung. Ne?
kurz davor war das, glaube ich, gewesen, wo wir uns dann kennengelernt haben auch. Und dann hat Silke natürlich auf ihrem Kanal damals, hat dann von Wildgrün gesprochen und von Sprossen und von Microgreens und so. Und ich war aber noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, gebrainwashed von der vorherigen Richtung, ne? Und war dann immer noch so in diesem Früchte-Ding da eigentlich noch so ein bisschen drin gewesen. Und dann habe ich mir aber trotzdem gesagt, ja, irgendwas passt nicht, ne? Und dann kam so irgendwann dieses Verständnis für die Mineralien, die ganz, ganz wichtig sind. Und dann über die Jahre hinweg kam halt dann das ganze Wissen mit dazu, mit den grünen Säften, mit den Wildkräutern, wie wichtig das ist. Und halt eben auch aufzupassen bei zum Beispiel säurehaltigen Früchten, nicht zu viele Früchte. Ich meine, Früchte sind gut, aber wie ich das gestalte, da komme ich gleich auch noch dazu. Aber man muss trotzdem aufpassen, was man halt eben macht. Und halt eben, wenn man zum Beispiel Probleme mit den Zähnen hat, dass man halt eben mal für eine gewisse Zeit halt auch einfach sehr konsequent ist und dann keine Säure zum Beispiel an die Zähne dran lässt, keine Trockenfrüchte, ja, und halt eben Mineralien mit dabei hat, weil die braucht letztendlich der Körper für eine gesunde Zahnstruktur und halt eben für gesunde Zähne allgemein. Lieber Henry, vielen Dank für die Einblicke. Also du hast jetzt einfach auch mal so deine Krankheitsgeschichte oder Zahnkrankheitsgeschichte kurz geschildert, dass du eben auch schon von der Genetik nicht so gut aufgestellt bist. Es gibt auch Menschen, die haben Sinn von der Genetik sehr gut aufgestellt und haben einen dicken Zahnschmelz. Die können dann auch gerade, wenn sie die Rohkosternährung sehr früchtelastig mit vielen Orangen, da kann auch erstmal jahrelang kann das alles gut gehen. Ne? Es geht ja auch einfach darum, dass wir Impulse setzen oder die auf unsere Erfahrung teilen für Menschen, die so ähnlich so aufgestellt sind, was die Zahngesundheit angeht, ne? Dass sie einfach wissen, was sie tun können. Berichte mal bitte, ich habe das ja auch mitbekommen, du hast das ja immer mit mir geteilt. Du warst sehr konsequent, was deine Ernährung angeht und gewisse Maßnahmen, um die Zähne wirklich auch gesund zu halten. Kannst du uns mal ein paar Einblicke geben? Was hast du gegessen? Also du praktizierst ja die Rohkosternährung, also oder eine pflanzenbasierte Ernährung mit einem hohen Rohkostanteil, aber auch Richtung schleimfreie, schleimarme Heilkost, wo eben auch Gemüse gedämpft wird. Ne? Da hatten wir auch schon ein Video dazu gemacht. Oh, das kann ich auch mal oben verlinken. Da hatten wir uns auch unsere Erfahrung geteilt, warum wir eben von der 100% Rohkost weggegangen sind, warum wir einfach ein bisschen mehr mit der schleimfreien Heilkost, auch mit gedämpftem Gemüse experimentieren. Gib uns doch einfach mal Einblicke. Was hast du integriert an Lebensmitteln, was hast du konsequent weggelassen? Also auch vielleicht mal ein paar Lebensmittel nennen. Und wie hast du deine Zähne noch unterstützt? Mit welchen Praktiken, mit welchen Mittelchen? Ich möchte noch ganz kurz was sagen bezüglich der Zahngenetik auch. Wir können das heute sehr schön sehen, eigentlich, wie weit die Degeneration eigentlich schon fortgeschritten ist, wenn wir bei kleinen Kindern schon zum Beispiel sehen können, dass die Zähne rausbröseln, ja, Kreidezähne. Da sieht man eigentlich, wie weit man schon fortgeschritten ist und wie weit die Degeneration halt eben auch schon einfach da ist. Und da möchte ich auch noch mal kurz sagen, halt eben dieser Unterschied. Es gibt noch natürlich viele Menschen, die halt eben diesen dicken Zahnschmelz haben, wie du schon auch gesagt hast, sie können halt dann machen, was sie wollen. Und dann gibt es halt eben die Menschen, die halt eben dann genetisch benachteiligt sind. Und in dem Fall kannst du schon sehr, sehr viele Sachen richtig machen, aber trotzdem kannst du noch Probleme haben mit den Zähnen, ne? Und da ist es egal, sage ich jetzt mal, wie du dich ernährst. Du kannst mit der Ernährung auf jeden Fall unterstützen. Aber da ist egal, welche, sage ich mal, die Ernährung hast, wenn du viel Zucker isst und so weiter, ist halt ein Problem, ne? Aber trotzdem ist es in diesen Fällen teilweise, muss man nochmal strikter sein, dass man halt eben einfach eine gute Zahnstruktur und sage ich mal, Zahnschmelzdicke und so weiter wiederbekommt. Ja, und da muss man halt eben sehr, sehr viel richtig machen, dann muss man halt ganz klar so sagen, als wie halt eben diejenigen, die schon von Natur aus einen dicken Zahnschmelz haben, ne? Die können Zitronenwasser so trinken ohne Probleme, einfach auch noch, wenn sie jetzt Zitronen oder Orangensaft trinken würden, noch so im Mund hin und her spülen. Ne? Ich könnte das nicht machen. Ich weiß, wenn ich das 2, 3 Tage mache, dann merke ich, ah, jetzt wird der Zahnschmerz leicht sensitiv, jetzt muss ich wieder aufpassen. Ne? Genau, das wollte ich noch kurz dazu sagen. Und man muss natürlich auch sagen, es hängt immer mit der Gesamtgesundheit des Menschen zusammen. Man kann viel Ölziehen machen, man kann die Mineralien und alles mit dabei haben. Aber der Körper und die Organe, die müssen auch wieder einfach imstande sein, richtig zu arbeiten, damit die ganzen Zähne versorgt werden können über die ganzen Zahnkanäle und so weiter. Und dann haben wir natürlich auch noch die Verbindungen zu den Organen und so weiter, die da auch noch mit reinspielen. Und da spielt halt auch immer natürlich eine ganzheitliche Gesundheit einfach mit rein, die da auch noch mit dazugehört. Genau. Was habe ich jetzt gemacht im Prinzip, was das bei mir unterstützt hat, ist, dass ich das dann
so gemacht habe, erstmal am Anfang, wo die Zähne sensitiv waren und alles, habe ich einfach angefangen, erstmal die Früchte komplett wegzulassen für eine Zeit lang. Das waren dann ungefähr 1,5, 2 Monate, wo ich die mal wirklich komplett weggelassen habe. Und dann habe ich dann zum Beispiel als Kohlenhydratersatz habe ich dann zum Beispiel Fenchelsaft genommen oder Karottensaft oder habe mir halt Gemüse dann am Abend gedämpft wie Süßkartoffel. Genau, das war dann halt so die Kohlenhydratquelle, aber nichts mehr, was dann im Prinzip eine Säure hat oder was jetzt stark klebt, zum Beispiel wie jetzt Trockenfrüchte oder sowas. Also ich habe dann im Prinzip die Früchte weggelassen, ich habe die Trockenfrüchte habe ich weggelassen und halt eben, wie gesagt, alles, was Säure hat, also auch Tomaten und so weiter. Das hatte ich dann mal konsequent weggelassen für die Zeit lang und habe dann eingebaut grüne Säfte. Ich habe mir Alfalfasprossen selber gezogen. Ich habe mir Microgreens selber gezogen. Gerstengras habe ich mir selber gezogen. Dann habe ich mir halt dann eben Säfte gemacht, zum Beispiel aus Karotten oder Fenchel oder grüne Säfte. Ich habe auch, was jedem vielleicht nicht so gut schmeckt, aber was so ein kleiner Geheimtipp ist, so Kohlsäfte zu machen, ist nicht lecker, ich weiß, aber ich sehe das als Medizin an. Das ist auch mega gut für den Darm und speziell Leute, die auch Darm, das, wo der Darm nicht richtig läuft, ist halt auch eine super Unterstützung für das Ganze. Auch sehr gut zum Beispiel bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa ist auch eine sehr, sehr gute Unterstützung. Also Kohl ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und da habe ich dann auch entweder Weißkohl genommen oder Rotkohl oder Grünkohl und habe das dann noch gemischt, zum Beispiel mit ein bisschen Rote Beete, Ingwer, Kurkuma noch, um halt dem Ganzen noch einen anderen Geschmack zu geben. Aber das hilft wirklich halt auch dem Zahnfleisch und den Zähnen selber. Und durch die Mineralien, wenn man die dann jeden Tag dabei hat, und da finde ich halt den Saft ganz gut, weil du relativ schnell Mineralien aufnehmen kannst. Und ja, und das hat mir halt geholfen, innerhalb von ein paar Monaten dem Körper wieder die ausreichende Menge Mineralien zu geben, die halt dann auch wieder, sage ich mal, nutzen konnte, um zum Beispiel Knochen aufzubauen. Und das habe ich dann halt auch gemerkt in den Zähnen, so, ne? Ja, und dann habe ich auch noch die Sangomeres-Koralle dann damals integriert, dass ich die halt, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, können wir vielleicht auch noch verlinken. Und die habe ich dann auch immer am Abend vorm Schlafengehen einfach in den Mund reingenommen, einfach so ein, habe ich es gerade hier? Nein, einfach so ein Teelöffel. Und dann habe ich das einfach für 10, 15 Minuten im Mund gelassen, so hin und her gespült, so. Und dann ja, wird der Mundraum halt einfach schön basisch und die Zähne bekommen halt auch nochmal Mineralien. Und über den Mund wird ja dann auch nochmal, werden schon Sachen aufgenommen. Und wenn man es dann runterschluckt am Ende, dann hat man ja auch dann die Mineralien und alles von der Sangomeres-Koralle, die dann einfach dabei unterstützen, die Zähne wieder ja, gesund zu halten, gesund zu machen. Und das ist auf jeden Fall auch für die Leute interessant, die nachts dazu tendieren, mehr Säuren zu bilden über den Mundraum. Das passiert nämlich bei vielen. Und die Sangokoralle macht das Ganze halt dann eben basisch. Und dann passiert das Ganze gar nicht mehr, beziehungsweise weniger. Und ja, was ich auch noch gemacht habe, ist, dass ich mich natürlich mit Zahnpasten, mit Zahnputzpulvern, mit Ölziehen, da habe ich in meinem Leben schon so, so, so viele Sachen getestet. Und am Ende hat sich jetzt eigentlich herausgestellt, dass es mit das Einfachste, das Beste für mich war in dem Fall. Ne? Ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Und genau, also keine Zahnpasta oder irgendein Zahnputzpulver hat bei mir so gut geholfen, eigentlich, wie wo ich dann angefangen hatte, noch extra mir ein Öl, also Mundziehöl zu machen, einfach nur aus Sesamöl und mit Neemöl gemischt. Und da habe ich dann frühs einfach mir halt Öl in den Mund genommen und dann Ölziehen gemacht damit. Dann habe ich das Ganze dann ausgespuckt, nochmal im Mund ausgespült und dann habe ich mir nochmal eine kleine Menge von dem Gemisch einfach in den Mund genommen und damit putze ich dann auch meine Zähne. Und abends mache ich es dann genauso. Mache ich dann auch Ölziehen nochmal mit derselben Mischung und danach putze ich mir auch die Zähne damit. Ab und zu mache ich mir mal ein bisschen ätherisches Öl rein von Young Living. Thieves heißt das. Das mache ich ab und zu mal in der Woche noch mit zum Zähneputzen dann abends rein. Und ja, aber da habe ich schon gemerkt, dass alleine durch dieses Sesamöl und dieses Neemöl-Gemisch die Zähne sich auch nochmal extra stärken. Ja, und ja, das fand ich eigentlich schon ganz, auch, ganz interessant. Da habe ich auch mal eine Mischung noch auf meinem Kanal. Das habe ich jetzt vor kurzem gemacht, das Video. Da könnt ihr euch auch anschauen, wie da das Mischungsverhältnis ist.
Und das fand ich auf jeden Fall auch mega, mega gut. Und ansonsten, ja, dann habe ich natürlich irgendwann an einem gewissen Punkt wieder Früchte integriert, aber dann nur noch einmal am Tag. Also, dass ich dann bis zum Mittag, Nachmittag einfach nur Teekaltauszüge gemacht habe oder Wasser mit Meeressanko-Koralle, grüne Säfte, Gurkensäfte, Selleriesäfte, ab und zu auch noch rote Beete in den Saft mit reingemacht. Und am Nachmittag hatte ich dann eben eine Fruchtmahlzeit, Früchte der Saison. Sommer über die Melonen, die kann man so essen, überhaupt gar kein Problem dann. Und jetzt im Winter zum Beispiel, da gibt es dann meistens bloß Äpfel, die Zitrusfrüchte habe ich hier. Und da ist es dann so, dass ich dann einfach mir zum Beispiel einen Orangensaft mache und das dann halt einfach mit einem Strohhalm trinke. Und danach nehme ich dann immer irgendwas Grünes in den Mund, gleich wieder zum Basisch machen und alles und um die Zähne halt eben zu schützen. Genau. Und noch ein Tipp, den ich mitgeben kann, die Zähne zu trainieren. Und da kommt auch wieder das Kohlgemüse ins Spiel. Da kann man einfach ein Weißkohlblatt nehmen, ein Rotkohlblatt, Grünkohl, Schwarzkohl, was man halt gerade hat. Und dann nimmt man das einfach in den Mund, einmal am Tag. Ich mache es dann am Abend meistens zur Salatmahlzeit. Und dann kaue ich das richtig schön lange aus, dass jeder Zahn einzeln wirklich mal, dass man richtig mal schön alles durchkaut, ja, weil die Kieferknochen, die sind die mit die einzigsten Knochen im Körper, die sich das ganze Leben wieder regenerieren und aufbauen können. Ne? Ich denke, mit der richtigen Ernährung können das auch alle anderen Knochen. Aber laut Wissenschaft der Zeit ist es bloß die Kieferknochen, die das halt das ganze Leben lang können, ohne dass man halt Einschränkungen hat. Und durch dieses Training, durch dieses Kautraining, merkt man halt mit der Zeit, dass man einen viel besseren Biss bekommt, dass die Zähne stärker werden. Und dass die Zähne halt einfach viel, viel mehr Halt haben und alles. Ja, weil heutzutage ist es so, egal welche Ernährung, egal ob jetzt Industriekost, Fleisch, Rohkost oder was auch immer, bei der Rohkost hat man noch einen Vorteil, dass man mal noch ein bisschen Salat isst oder mal eine Karotte oder mal Wildkräuter. Aber ansonsten die Früchte und so weiter, das ist alles weich, ja. Und die Zähne, die verlieren einfach ihren Biss. Und kann man dann auch aufs Leben übertragen, ja, einen Biss haben. So, und dadurch kann man das halt eben auch einfach stärken. Das finde ich ist eigentlich auch immer noch, hat mir sehr, sehr geholfen. Und kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Und es macht gleichzeitig das Zahnfleisch stärker und die Zähne auch wieder. Und das merkt man dann immer, wenn man das dann ausgekaut hat am Ende. Ja, genau. Mal so ein paar Möglichkeiten. Ja, vielen Dank, lieber Henry. Und das ist ja auch unabhängig von Rohkost oder Pflanzenernährung, ne? Wir sprechen ja mit dem Video auch Menschen an, die verschiedenen Ernährungsrichtungen folgen, ne? Aber wichtig ist eben, wenn man wirklich Probleme hat, die Säuren wegzulassen, alles, was klebt, wegzulassen, grün zu integrieren. Und wenn du sagst, grüne Säfte, wenn ich mich recht erinnere, hast du dann auch in dieser konsequenten Zeit auch wirklich keinen Apfel mit dazu entsaftet, irgendeine Frucht, Genau. ne? Und auch nochmal als Tipp, wenn man eben, man kann ja auch so eine Art, das hat mal die Maria Kakiyake in ihrem Buch Grüne Lichtkraft, das kann man mit Grassaftpulver machen oder der grünen Lichtkraft, wie auch mit wirklich reinen grünen Säften, die man eine Weile im Mund behalten und dann so ein Basenbad zu machen. Also so richtig ein bisschen wie Öl ziehen, bloß mit einem grünen Saft, das kann man dann runterschlucken. Das finde ich auch immer sehr angenehm, ne? Dass man da mit grünen Säften, die wirklich säure- und fruchtfrei, also auch keine Süße, dass man da schön auch die Zähne nochmal stabilisieren kann. Und ja, Mineralien, das wird einfach unterschätzt. Das brauchen wir für verschiedenste Prozesse im Körper, nicht nur für die Zähne und für die Knochen, auch fürs Entgiften. Und das ist halt einfach so wichtig, ne? Dass man, wenn man es nicht über die Ernährung schafft, also wir ernähren uns ja sehr mineralstoffreich, auch über die Wildkräuter, über Sprossen, Mikrogrün, auch Gemüse, ne? Auch wenn der Gemüseanteil heutzutage nicht mehr so hoch ist wie vor 50 Jahren, aber es sind trotzdem immer noch Mineralien im Gemüse, vor allem im Wurzelgemüse drin, was wir verwenden können. Und es ist ja auch so, wenn man eine gewisse Ernährungsweise hat, oder sagen wir mal, eine gewisse Lebensweise mit viel Stress, mit Alkohol, Rauchen, also auch stimulierenden Substanzen oder eine gewisse Lebensweise hat, dann ist es ja auch so, dass man dann mehr Mineralien und Vitamine verbraucht, als wenn man eher seinen Lebensstil ein bisschen mehr optimiert, ein bisschen mehr anpasst auf eine gesündere Lebensweise, dann benötigt man auch nicht mehr so viele Mineralien. So, ne, das kommt ja auch noch dazu. Und ja, ich finde, bin dir auch wirklich sehr dankbar für die Einblicke hier für meinen YouTube-Kanal. Also klar, in erster Linie auf eine gesunde Ernährung zu achten, die auch Mineralien enthält oder generell vitalstoffreich ist. Auch mal wirklich eine gewisse Konsequenz an den Tag legen. Das war ja, klang ja auch so durch, dass es dann wichtig ist, auch egal welche Beschwerden hat, dass man, wenn man
eine gewisse Therapie hat oder eine gewisse Möglichkeit, etwas wieder in Balance zu bringen, dass man einfach auch mal konsequent sein muss. Ne? Da finde ich auch, da haben auch viele Menschen ein bisschen Probleme damit, wirklich konsequent gewisse Dinge einfach mal durchzuziehen. Aber für den Fall hat es sich ja bei dir auch gelohnt, dass du sagst, meine Zahngesundheit hat sich extrem verbessert. Dann hast du beschrieben, du machst Ölziehen, mit was du die Zähne putzt, dass eben auch die Mund- oder Zahnpflege wichtig ist. Also ich habe auch noch einen Kupferschaber zum Beispiel für die Zunge. Ich weiß nicht, ob du das manchmal auch machst. Also das finde ich Ja, auch habe immer, ich. na, auch morgens dann den Zahnbelag, den Zungenbelag zu entfernen, wo ja auch Bakterien und Sachen, die nicht so für zuträglich sind für die Mundgesundheit, die man dann damit entfernen kann. Ölziehen ist wichtig, die Zähne eben zu pflegen, ob das jetzt ein Zahnpulver ist, ein Öl oder ob man da sage ich mal, eine alternative Zahnpasta hat. Oder du machst auch noch Thieves, das ist ja, da gibt es ja auch Zahnpasten von der Firma, hatte ich ja auch mal ein paar Jahre getestet. Oder ob man selber Zahnpasta macht mit Kokosöl, Kurkuma oder Zahnpulver, man kann ja auch viel selbst machen. Dann die Maria Kakiyake empfiehlt ja immer diese Einbüschelzahnbürsten und auch die Zwischenraumzahnbürsten oder auch Zahnseide, weil sie sagt, ja, sie hat dann auch mal, ich weiß gar nicht, ob wir auch mal zusammen ein Video, da hat sie, glaube ich, auch mal erwähnt, dass sie sagt, nehmt mal Zahnseide und reinigt eure Zähne und dann riecht mal dran. Ja. Das sind eben Bakterien, das sind Rückstände, es ist halt wichtig, dass man auch die Zwischenzahnräume schützt und reinigt, ne? Dass man da einfach jetzt so ein paar Impulse bekommt, sagen wir Meereskoralle. Nach dem Tipp von dir mache ich das auch immer abends im Mund und das fühlt sich sehr angenehm an im Mundraum, muss ich sagen. Da kann man die Zähne nochmal besonders schützen, da kommt auch nochmal wie so eine kleine Schicht drüber oder man macht sich's ins Wasser, dass man wirklich auf Mineralien achtet, ob Sango Meereskoralle oder grüne Säfte, Wildkräuter. Du hast auch Gerst, ich weiß noch, da habt ihr ja ganz viel, hast mir mal ein Foto geschickt, da habt ihr Unmengen Mikrogrün gezogen und Gerstengras, Wahnsinn. Klar, wenn man den Platz hat und die Zeit, da kann man sich dann auch immer so kleine Shots, das müssen ja nicht literweise, ne, sondern einfach so Shots aus Gerstengras oder Alfalfa kann man sich mit Smoothie mitmachen, in die Säfte mitmachen, man kann das so essen. Und ich fand jetzt auch nochmal deinen Tipp sehr wertvoll mit dem Kohl, das Kauen. Ne? Das war mir auch nicht, ich weiß, dass du es mir schon mal gesagt hast, aber jetzt wurde es mir nochmal bewusst, dass es wirklich auch sehr wichtig ist, um den Kiefer zu trainieren, dass er sich auch wieder regenerieren kann und wirklich, auch wenn du sagst, so einen besseren Biss bekommen, auch generell für das Aktuelle, ne, für die ganzen Herausforderungen im Leben, dass man eben Biss hat fürs Leben, dass man sich da auch durchbeißen kann durch gewisse Herausforderungen, ne, dass man das ja auch so sehen kann, körperlich, gewissen Biss und dann mental auch das umsetzen kann. Also da danke ich dir, lieber Henry, sehr, sehr hilfreich. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich weiß auch damals, wo ich so, wo der Kiefer oder die Kieferknochen und die Zähne auch noch so ein bisschen degeneriert waren, da habe ich teilweise so gemerkt, dass die Zähne auch so wie kann man das jetzt beschreiben, dass man halt merkt, dass sie nicht so richtig fest sind oder fest sitzen. Ich weiß nicht, ich denke mal, ihr wisst jetzt, was ich meine. Also schon, dass sie im Kiefer sind, klar, aber dass ich halt gemerkt habe, das fühlt sich irgendwie alles nicht so stark an, ne? Und wenn ich das mit heute vergleiche, einfach so dieser Unterschied, auch mit der Festigkeit und auch jetzt mit dem Zahnschmelz. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, das wollte ich nur kurz sagen. Heute ist es bei mir so, dass jetzt gerade die Zähne halt einen dicken Zahnschmelz bekommen haben auch. Und jetzt ist es so, dass ich merke, an gewissen Punkten, dass der Zahnschmelz zu dick wird. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sich sinnbildlich vorstellen kann, aber dass er halt dann zu dick wird. Und da muss ich ein paar Tage dann mal zum Beispiel die mineralhaltigen Säfte dann ein bisschen runterschrauben, ja, dass ich halt dann mal weniger davon mache, damit sich das wieder ausgleicht. Also nur mal, ich selber habe bei mir erlebt, dass Zahnschmelz wieder hinzukommen kann, ja, weil immer gesagt wird, das ist nicht möglich, beziehungsweise nur zu einem minimalen Teil. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass es halt zu einem Großteil auch möglich ist, ne? Aber ist es bei mir so, ich kann das nicht verallgemeinern, ne? Wie gesagt, das muss man halt dann auch immer dann individuell sehen. Und das fand ich halt auch nochmal interessant. Und früher war es ja bei mir so, ich bin immer zum Zahnarzt gegangen und musste immer was gemacht werden. Und jetzt in den letzten Jahren war es dann halt eben so, ich gehe trotzdem immer zweimal im Jahr zur Kontrolle einfach, weil ich das wichtig finde. Und dann ist es jetzt immer so, ja, sagt dann der Zahnarzt auch, ja, was soll ich jetzt hier machen? Also, warum kommst du eigentlich? Und ja, und das finde ich halt auch interessant, wie sich das nochmal so entwickelt. Und dann möchte ich noch einen Punkt sagen, weil er immer gesagt wird, ja, das hat damals auch der Zahnarzt zu mir gesagt, wo ich noch die Probleme hatte. Hat er gefragt, ja, wie ist die Ernährung? Da habe ich gesagt, ja, vegan halt, ne?
Er hat gesagt, ja, das fällt halt auf, so angeblich bei den Veganern immer, dass halt die Zahngesundheit so schlecht ist. Ne? Und jetzt heutzutage weiß ich ganz genau, dass das eben nicht so sein muss und dass es mit einer pflanzlichen Ernährung, auch ohne tierische Produkte und so weiter, eindeutig möglich ist, dass man gesunde Zähne haben kann. Das beweisen viele andere. Silke hat sehr, sehr schöne Zähne zum Beispiel. Da habe ich damals schon mal gesagt, oh, Silke, du hast so schöne Zähne. Und ja, genau. Und deswegen, es ist auf jeden Fall möglich und man muss halt nur wissen, was man macht und wie man macht. Und wenn man natürlich getriggert ist durch die ganzen süßen Sachen, durch die überzüchteten Sachen teilweise und davon mehrere Male am Tag das isst und weniger Mineralien dabei hat und so weiter und eine schlechte Zahnhygiene, dann ist natürlich, sind natürlich Zahnschäden vorprogrammiert und das muss man halt einfach wissen, ne? Genau, wir wollten, uns ist auch immer die Zahngesundheit seit ein paar Jahren sehr wichtig, weil wir leider auch Menschen aus der Rohkostszene kennen, ja, die da einfach so wirklich Herausforderungen haben, aber das nicht nach außen tragen und die auch eine gewisse Ernährungsweise propagieren, der du auch gefolgt bist, muss man ja auch Ja. sagen, ne? Also sehr Rohkostler, also sehr früchtelastig, Rohkost, früchtelastig, aber auf keinen Fall Mineralien oder grüne Sachen, weil das würde zu sehr erdig oder das würde so die Gelenke versteifen oder sowas in die Richtung, ne? Das würde für die Körpergesundheit nicht gut sein, wo wir dann sagen, na ja, es kann schon sein, wenn man wirklich stark gereinigt ist und in einer wirklich auch sauberen Umwelt lebt, dass man das wirklich machen kann von wenig und Früchtekost, dass das für manche Menschen möglich ist, wenn sie es denn wollen. Aber so in der Umstellung in der heutigen Zeit, wir merken ja auch selber, bei der schleimfreien Heilkost, was An und Ehre damals erreicht hat, innerhalb von ein paar Jahren, da brauchen wir heute 10, 15 Jahre, die meisten Menschen, ne? Weil einfach die Belastungen heute ganz anders sind und natürlich auch über die Epigenetik wir ja auch die Belastung von unseren Vorfahren bekommen haben. Erret hat ja so eine. Hat ja um 1900, der ist 1866, hat dann angefangen, so um 1900, glaube ich, zu wirken oder schon vorher hat dann ja seine Schriften geschrieben. Ich glaube, bis 22 hat er gelebt und gewisse Belastungen, auch mit der Ernährung, da würde sich ja heute im Grab umdrehen, wenn der mal in den Supermarkt reingehen würde, was wir essen. Und ich meine, da damals ja schon bemängelt, wie schlecht die Menschen sich ernährt haben. Ne? Und die ganzen Belastungen, die generell, ob über Medikamente oder Pestizide, Glyphosat oder was auch immer, die ganzen Piekser, die wir mittlerweile bekommen oder die Kinder, also da, oder auch die Traumata, die auch weiter vererbt werden, Strahlung, das sind heute so multiple Faktoren, das gab es zu Ehrezeiten noch nicht. Und er hat aber auch schon von Medikamenten, Belastung, von Bleivergiftung, Quecksilber, das gab es schon, damals schon, aber heute sind wir in einer ganz anderen Zeit und man kann das, was er damals so gelebt hat, relativ schnell, das kann man heute gar nicht, nur den wenigsten so empfehlen zu tun. Ne? Sonst gibt es einfach, also das, ich meine, das kann sich über die Zahngesundheit auswirken, das kann vielleicht auch andere Beschwerden, Magen-Darm-Bereich, es kann auch Richtung Depression, also auf unterschiedlichen Ebenen im Körper, wenn man sich nicht genug Zeit lässt und wenn man gewisse nicht so optimale Gesundheitsvorschläge befolgt, kann es wirklich eher ins Gegenteil verkehren. Und dann heißt das ja, die Früchte sind schuld, die Rohkost ist schuld. Wo wir sagen, daran liegt es nicht. Es liegt nur an dem nicht richtigen Weg. Und das, wir haben auch im Vorgespräch haben wir noch mal gesagt, wie hoch individuell jeder Mensch ist mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, mit seinen Belastungen, mit seiner Konsequenz, mit seinem Lebensstil. Und das muss man halt dann immer ganz individuell schauen, wie man jemanden da unterstützen kann. Es gibt nicht, klar hat der Henry jetzt so gewisse wertvolle Impulse und Tipps gegeben, das kann jeder umsetzen, aber manchmal muss man bei manchen Menschen noch nachkorrigieren. Oder manches geht halt nicht so schnell. Oder bei dir in ein, zwei Jahren, wo sich das alles stabilisiert hat, manche brauchen vielleicht 4, 5 Jahre. Na, Genau. und müssen da viel konsequenter sein. Und das ist auch wichtig, wenn ihr wirklich was erreichen wollt, was die Gesundheit, aber generell auch fürs Leben, dann einfach eine gewisse Disziplin und Konsequenz dabei an den Tag legen. So. Und das ist halt auch, weil du es gerade auch nochmal gesagt hast, dass es bei manchen länger dauern kann. Das habe ich bei mir damals auch gemerkt. Ich war bis zu einem Punkt eigentlich so demineralisiert und es war gar keine richtige Mineralisierung da. Das war einfach. Das muss man heute auch nochmal sagen, noch mit dazu, dass es auch Stoffe, Giftstoffe gibt, die sich als eigentlicher Mineralstoff, der da eigentlich sein sollte, wie zum Beispiel Kalzium, Magnesium und andere Mineralien, die dann zum Beispiel eingelagert werden sollen, zum Beispiel in den Zähnen, ja, dass es halt zum Beispiel Giftstoffe gibt, die diese Rolle übernehmen und dadurch keine richtige Mineralisierung entstehen kann, ja. Und auch zu den Zahnpasten wollte ich noch sagen. In Zahnpasten gibt es auch viele Stoffe, die die Remineralisierung
von den Zähnen wieder behindern oder teilweise auch verhindern, ja. Eins ist zum Beispiel Glycerin. Glycerin, das legt einen Film über die, oder kann einen Film über die Zähne drüber legen, wodurch halt die Zahnmineralisierung wieder erschwert wird. Ja, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, auf natürliche Varianten umzusteigen, damit man einfach diese Faktoren auch schon mal vermeidet. Und dann, wie gesagt, diese Mineralisierung, die kann halt einfach eine ganze Zeit lang dauern. Das ist halt einfach so. Und es kann auch sein, dass der Körper erstmal bei den Knochen anfängt und dann später einfach dann bei den Zähnen, ja. Das weiß man eh nie, wie der individuelle Körper das dann macht. Aber ja, was halt wichtig zu wissen ist, Mineralisierung ist wichtig. Und halt eben auch bei der Mineralisierung noch, die braucht es für viele Prozesse. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mehr Sport macht oder schwanger seid oder was auch immer, dann würde ich immer mehr Mineralien zu mir nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn ich anfange mit einer Ernährungsumstellung, wenn ich zum Beispiel eine Schwermetallausleitung mache oder sonst was, Mineralien anheben, weil der Körper die auch für die Entgiftung braucht, ja. Und ja, wie gesagt, meiner Meinung nach sind da Säfte sehr, sehr, sehr gut. Die Wildkräuter sind sehr gut, Löwenzahn, Brennnessel und so weiter. Und halt eben, ja, im Winter halt eben die Gerstengrassäfte, Gerstengrassalbutin, Microgreens, Sprossen und dann halt eben die Kohlsorten und Gemüsesorten. Und dann ist man eigentlich ganz gut aufgestellt, was das Ganze betrifft. Ja, Und halt die Sammelkoralle noch. genau. Du hattest gesagt bei der Entgiftung, ne? Weil es ist auch so, dass die Rezeptoren für die Schwermetalle ähnlich sind wie für die Mineralien. Und wenn die docken in der Zelle an und dann kannst du Mineralien und dann ist das, ja, dann nimmt die Zelle halt nicht genügend Mineralien auf, wenn die Rezeptoren dafür schon besetzt sind. Wir haben auch die Feststellung gemacht, dass wenn Menschen besonders Aluminium belastet sind, dann sinkt der Magnesium-, Zink- und B-Vitaminbedarf drastisch, ne? Da muss man halt immer, da ist es auch mal nicht verkehrt, mal sein Blut checken zu lassen. So, ne? Und einfach da mal oder das bei einem ganzheitlichen Arzt oder bei einem Heilpraktiker einfach mal mit begleiten zu lassen, mal mit wirklich mit untersuchen zu lassen. Gerade gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, gewisse Dinge, auch eine Haar, mit, also eine Analyse des Haares, eine Mineralanalyse, wenn das, ne, dass man einfach mal schaut, wo steht man, wo kann man ansetzen und dass man dann einfach, wenn man es nicht über die Ernährung schafft, erstmal, dass man zumindest kurmäßig dann Präparate nimmt, gute Präparate, ne? Wo man das ein bisschen unterstützt, aber ich versuche schon auch immer zu sagen, es gibt die Möglichkeit, das auch über eine mineralstoffreiche Ernährung, Wildkräuter, Sprossen, Mikrogrün oder Mikroalgen auch, wie Spirulina und Chlorella, wenn man da gute, unbelastete Quellen hat, es ist, die haben auch ein gutes Nährstoffspektrum. Und wie gesagt, wenn man auch eine gewisse Lebensweise hat, braucht man auch nicht mehr so viele Mineralien. Ne? Ich glaube, als Sportler muss man auch ein bisschen aufpassen, das weißt du ja am besten, dass man da eben auch darauf achten muss. Aber du bist ja mit der Ernährung da schon wirklich gut aufgestellt. Und was wir auch immer in unseren Videos damals gesagt haben, wenn es um Darmreinigung und Fasten geht, ein gesunder Darm kann eben die Nährstoffe auch nochmal anders oder Mineralien, Vitamine anders aufnehmen als ein Darm, der total zu ist. Ne? Deswegen ist Darm eine Darmreinigung, auch Lebensmittelkombination, gute Lebensmittel einfach so wichtig. Ne? Ja. Wir haben ja schon viele Videos dazu gemacht und das ist halt so ein Gesamtpaket. Ne? Wenn man auf eine Darmreinigung achtet, auf mineralstoffreiche Ernährung, auf eine gute Entgiftung, dann kann der Körper wieder selber in eine gewisse Balance kommen, genauso auch wie die Zähne. So, ne? Das ist ja, wir sind ja, das gehört ja alles dazu. Und spannend ist ja auch, dass die Zähne mit den Organen verbunden sind. Das ist ja vielen auch gar nicht so bewusst, dass man da auch mal schauen kann, wenn es irgendeine Herausforderung an den Zahn gibt oder es schmerzt, dann kann man auch mal gucken, mit welchem Organ ist es verbunden. Kann man da vielleicht auch noch mal unterstützen mit Massagen, mit Wickel. Oder mit gewissen Kräutern, ne? Gerade auch bei der Leber oder bei der Niere. Und das finde ich auch nochmal interessant, wie man da nochmal anders ansetzen kann. So, wenn es eben Zahnprobleme gibt. Dass man auch manchmal schauen kann, wo sticht es denn wirklich? Ne? Wo tut es denn wirklich weh? Ja. Und ich würde halt auch noch darauf achten, so Kombinationen zu vermeiden, einfach Säure und Zucker. Also das ist Gift für die Zähne. Ne? Säure weicht halt den Zahnschmelz auf und dann hat der Zucker halt leichtere Chancen, da sich zu verbreiten und Karies entstehen zu lassen. Und oder es greift dann halt schneller den Zahn an, um es mal einfacher zu erklären. Und das wäre halt auch eine Kombination, die ich einfach vermeiden würde. Und was jetzt auch so Nüsse, Samen, auch Hülsenfrüchte und sowas betrifft, wenn man das mit einbaut, sowas halt immer einweichen und dann vielleicht auch sogar noch ankeimen lassen und dann halt erst verwenden, weil da halt dann auch eben gewisse Stoffe drin sein können, die halt dann auch eine Remineralisierung verhindern, beziehungsweise dann auch bestimmte Nährstoffaufnahmen behindern können. Ja, die Genau. Phthiosäure, ne, die bindet ja gewisse Mineralien auch an sich. Auf der anderen Seite haben wir jetzt wieder herausgefunden, dass Phthiosäure auch eine positive Wirkung haben könnte. Gibt es angeblich auch Studien. Ich denke, dass man vielleicht, also ich achte auch drauf, immer eingeweichte, gekeimte Saaten und in wenigen Fällen
habe ich das auch mal nicht zur Verfügung, aber sage ich mal so, größtenteils ist es schon eingeweicht und angekeimt. So. Und dass man eben auch viel Grün dabei hat, weil die Grünsäfte, die grünen Lebensmittel, die sind normal mineralstoffreich und auch immer einen gewissen Teil an Magnesium. Und genau, das kann man einfach den Menschen immer nur ans Herz legen, da einfach ein bisschen umzudenken. Und wenn man jetzt nicht die Zeit hat, Wildkräuter zu sammeln, Mikrogrün oder Gras zu ziehen, so wie wir das machen, dann kann man auch schauen, es gibt ja das Grashaftpulver, die grüne Lichtkraft, es gibt Wildkräuterpulver, dass man sich erstmal damit behilft, ne? Dass man. Aber ich würde schon immer empfehlen, wenn man wirklich sich bereichern will, seine Gesundheit, seine Ernährung, dann, man muss ja auch nicht so die Masse ziehen, wie ich das vielleicht mache oder wie du es mal eine Weile gemacht hast, ein paar Sprossengläser oder zwei, drei Anzuchtschalen und sich ein bisschen selbst Mikrogrün ziehen. Das bedarf wirklich auch nicht viel Einarbeitung. Es ist einfach nur eine gewisse Routine, die sich aufbauen muss. Und dann kann man wirklich seine Ernährung bereichern. Gerade in einem Sprossenglas, Brokkolisprossen ziehen, Alfalfa oder auch Boxhornklee, das ist ja auch sehr potent. Also Boxhornkleesprossen. Gerade sich auch da einen Shot draus zu pressen, das schmeckt zwar bitter, aber es ist unglaublich stärkend. Ne? Und das kann eigentlich jeder. So, das ist nicht wirklich kein Hexenwerk, dass man da als groß sich irgendwo einlesen, einarbeiten muss. So. Und vor allen Dingen, wenn du halt mal eine Routine raus hast, dann brauchst du auch nicht mehr lang dafür. Also es ist am Anfang klar, dann testet man aus und so, aber wenn du einmal dann weißt, wie man die Sprossen macht und wie man das Microgreen macht, da bist du halt, da hast du vielleicht 5 bis 10 Minuten Arbeit am Tag und dann war es das auch schon wieder. Ne? Also das ist bloß eine kleine Umstellung. Und für diejenigen, wo das dann immer noch zu viel Arbeit ist, da kann man dann einfach auch noch sagen, ja, versucht dann wenigstens öfter mal Kohlgemüse zu integrieren. Das könnt ihr einfach roh euch in Salat machen oder dann einfach dämpfen, zum Beispiel. Oder die keinen Dämpfeinsatz haben, einfach dünsten, je nachdem. Und dann ja, kann man sich zum Beispiel dann auch noch irgendwie ein Dressing noch mit dazu machen, aus geschälten Hanfsamen, Knoblauch, Pfeffer als Beispiel. Und dass man halt einfach regelmäßig dann zum Beispiel einfach da ein bisschen Kohlgemüse integriert. Das wäre ja schon mal ein guter Anfang. Aber halt, dass man halt irgendwo anfängt, ne? Weil, ja, wenn man es möchte, muss man ja nicht. Aber für diejenigen, die halt vielleicht ihre Zahngesundheit verbessern wollen. Ja, vielen Dank, Mama Henry. Ich weiß gar nicht, wie lang das Video jetzt geworden ist. Ich danke dir sehr für die Einblicke, für die wertvollen Tipps und hoffe, dass meine Zuschauer sich doch einiges mitnehmen können. Schaut unbedingt beim Henry auf dem Kanal vorbei. Du machst ja auch schon seit Jahren Videos, auch zum Sport. Und das findet ihr auch wertvolle Impulse, auch kleine Rezepte, so einfache Rezepte wirklich, ne? Wo man auch jetzt nicht so viel Zutaten benötigt, finde ich immer sehr schön bei dir, Henry. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unter das Video. Ich denke, Henry wird da auch mal drüber schauen. Oder wenn es vielleicht noch spezielle Fragen sind, vielleicht können wir auch mal ein Nachfolgevideo im neuen Jahr machen. Na, wir wollen jetzt sowieso, wir haben wieder jetzt eine Liste, dass wir ein paar Videos wieder zusammen machen. Da freue ich mich ganz besonders. Auch mal ein bisschen vielleicht was Kritisches. Also nur, wir sehen uns ja nur als Impulsgeber. Ne? Wir sagen nicht, wir kennen die Wahrheit, aber wir geben unsere Erfahrung weiter und wollen zumindest anregen zum Nachdenken, nicht nur was die Gesundheit angeht, sondern auch ein bisschen darüber hinaus. Lieber Henry, herzlichen Dank. Freue mich auf unser nächstes Video. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unter das Video. Ihr könnt uns auch ein bisschen über eure Zahngesundheit berichten. Wie hat sich das bei euch gestaltet im Rahmen einer Ernährungsumstellung oder welche Ernährung lebt ihr, praktiziert ihr gerade? Wie sieht es mit eurer Zahngesundheit aus? Vielleicht habt ihr ein paar Tipps, die wir jetzt hier noch nicht genannt haben, die vielleicht auch wertvoll für den einen oder anderen sein könnte. Da freuen wir uns auf alle Fälle. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis ganz bald. Bis ganz bald, ihr Lieben.